Schwer angeschlagen stehen wir hier bei der Sumpfhexe. Ich weiß nicht, was das hier ist. Sieht ein bisschen... Können wir mal lang gehen hier. Vielleicht sollten wir doch zurück zur Baronie. Oh, hier haben wir auch noch ein paar Häuschen. Da wird es doch bestimmt auch noch schöne Dinge geben. Haben wir den Zaun, genau, der zerfallen ist. Gibt es denn da hinten? Ah, da müssen wir da lang. Oh, was ist denn da? Was war das? Schauen wir mal. Gift. Und von Gift betroffen? Frequenz 1 Runde für 6 Runden. Konstitutionsschaden. Oh. Muss ich ja gegen Gift immun werden am besten. Ich glaube, da sollte ich nicht reinlaufen. Okay, wir schauen trotzdem mal hier weiter. Hier stehen ja überall Kisten rum, oder? Was ist das? Mücken schwirren durch die Luft. Ja, und irgendwer redet ja hier immer wieder. Oh, da gibt's auch was. Ach ja, da waren ja noch diese Tatzelwürmer, ne? Da ist ein Wildschweinchen. Hier hinten waren, glaube ich, die Tatzelwürmer. Können ja mal schauen. Okay, jetzt gibt's wieder rum. Okay, cool. Ja, gut. Sind ja nicht wirklich stark. Sollten wir hinkriegen, ohne zu sterben? Ich glaube, das können wir sogar ohne Rundengefechte machen. Versuchen einfach noch so viel wie möglich hier auszurauben. Oh, da geht's rüber. Ich will mal bis hier hingehen. Da ist auch noch was. Da gibt es doch überall was zu sammeln hier. Beweglichkeit 20. Ja, das sollten wir ja wohl noch hinkriegen. Oh, wieder so ein fieses Irrlicht. Aber es ist nur eins. Oh nein, es sind zwei. Okay, aber die scheinen nicht allzu stark zu sein. Wir sollten speichern. Ich bin, ja. Okay, da hinten haben wir. Rascheln der Zweige klingt wie ein leises Wehklagen. Oder liegt jemand? Auf der Lichtung liegt der Leichnam eines bezaubernden Mädchens. Du erkennst dunkle Flecken von geronnenem Blut auf ihrem wallenden Kleid. Obwohl seit dem Tod des Mädchens viele Jahre vergangen sind, zeigt ihr Körper keinerlei Zeichen des Verfalls. Ihre blassen Hände, die eine weiße Lilie umfassen, sind friedlich auf ihrer Brust verschränkt. Ihr Haupt schmückt einen Kranz aus frischen Blumen. Außerdem scheint sie edlen Schmuck zu tragen. Eine Halskette, Ohrringe und ein Ring in ihrem Finger. Während du den Schmuck betrachtest, hörst du aus allen Richtungen die zischende Stimme von Feenwesen. Aber trotz der Vielzahl von Stimmen siehst du niemanden. Hinfort mit dir, hinfort mit dir! Lass uns nie schlafen oder du wirst es bereuen. So traurig und romantisch, wer auch immer sie war, jemand hat sie aufrichtig geliebt. Okay, wir machen erstmal Magieorten. Der Leichnam ist mit einem starken Konservierungszauber belegt, der den Verfall aufhält. Wer ist da? Kommt heraus! Ein heftiges Kichern und Bosheiten, die dich mit dem Hinterteil eines Esels vergleichen, sind die einzige Antwort. Es ist das Land der Feenwesen. Ihre Scherze können grausam sein, doch ihre Herzen sind nicht böse. Es wäre unklug, sie zu verärgern. Okay, wir pflücken einige Blumen und legen sie neben den Leichnam. Du pflückst frische Blumen und legst sie auf den Leichnam des Mädchens. Die Schmähungen und Drohungen der Feenwesen verblassen zu einem Murmeln und weichen schließlich völlig aus Stille. Ich glaube, das war genau das Richtige, was wir haben tun können. Verliert euren Weg, Verstand und euer Leben.
Also da will uns unbedingt einer ärgern. Completed. Ich hoffe, wir kommen lebend zurück. Kommen wir hier hinten hin? Das ist noch ein Häuschen. Das komme ich dahin. Da mal nicht lang. Okay, gehen wir mal hier hoch. Eine Tür. Eine Vogelscheuche. Dieses Haus unterscheidet sich von den anderen. Es ist das einzige, das bewohnbar zu sein scheint. Es ist von einem niedrigen, halb verfallenen Zaun umgeben. Aus dem Schornstein steigt Rauch auf und der Duft eines stark gewürzten Eintopfs steigt dir in die Nase. Selbst die mit den Vorhängen geschmückten Glasfenster sind intakt. Am Gartentor ist eine verbeulte Messingglocke angebracht und vor dem Tor führt ein sorgsam gefegter Weg zur Haustür. Neben dem Haus befindet sich ein Gemüsegarten, in dessen Mitte eine Vogelscheuche mit Augen aus schwarzem Stein steht, auf deren Jute-Gesicht ein böses Grinsen gestickt wurde. Mal sehen, ob das Tor mit Zauber belegt ist. Tor und Glocke sind mit einem einfachen Zauber belegt, der dessen Bürger vermutlich den Besitzer des Hauses vor ungebetenen Gästen warnt. Die Vogelscheuche sieht nach Ärger aus. Die Aura der Vogelscheuche ist stark, als würde dir ein Blitz in die Sinne fahren. Sie besteht nicht nur aus einem Stöckchen und Lumpen, sondern ist ein gefährlicher Wächter, der das Haus von Eindringlingen beschützt. Ist da jemand? Egal wie laut du rufst, niemand antwortet. Ein Kieselstein. Oder sollen wir mal klingeln? Wir klingeln. Das Tor geht auf. Was ist in der ewigen Verdammnis? Nach einiger Zeit öffnet sich knarrend die Tür und eine alte Frau mit verfilztem grauen Haar und einem grünen Haut tritt nach draußen. Dann reden wir doch mit der mal. Also was zum Teufel macht ihr hier? Die alte Frau funkelt dich missbilligend an. Sie hat verfilztes graues Haar und ihre runzlige Haut hat einen ungewöhnlichen grünen Ton. Auch ihre spitz zulaufenden Augenbrauen und Ohren fallen dir auf. Ich suche einen verlorenen Jungen. Habt ihr ihn zufällig gesehen? Ein Jungen? Was soll ich mich mit so einem Balg anstellen? In Essig einlegen? Großartig! Sie lacht rasselnd. Wo steht das, eine alte Frau, die sich nach Ruhe und Frieden sehnt, eine kinderraubende Hexe sein muss? Ein Kind kann allerlei Unbill widerfahren. Vielleicht wurde es ja vom Kobold gefressen oder von den wandernden Lichtern in den Sumpf gelockt. Oder seine arme, trauernde Mutter mit all ihren falschen Drehen hat es im Schlaf erwürgt und dann irgendwo im Wald zum letzten Ruhe gebettet. Und jetzt sucht sie jemanden, dem sie die Schuld geben kann. Geht zu ihr und bringt sie zum Reden. Lasst euch von ihr erzählen, wo ihr Balg ist. Aber lasst mich in Frieden. Alte Zausel, Wahrnehmungswurf gescheitert. Ihre Antwort klingt entrüstet, aber du kannst nicht sagen, ob ihre Empörung echt ist. Wer seid ihr? Ich, hä? Ich bin nur eine harmlose alte Frau, die auf etwas Ruhe und Frieden hofft. Ich werde die alte Zausel genannt und das ist gut. Ich hatte in meinem Leben schon schlimmere Namen. Warum fragt ihr? Welche vergebliche Mühe führt euch in diesen abgelegenen Gegend? Ich möchte euch etwas fragen. Seht ihn euch an, er hat eine Frage. Ihre Lippen verziehen sich zu einem spöttischen Lächeln. Wie kommt ihr darauf, dass ich für jemanden, der wie ein Bettler an meiner Tür schaut, irgendwelche Antworten habe? Habt ihr mir in letzter Zeit irgendwas Gutes getan? Ihr habt nichts für mich und ihr seid nichts für mich. Puh, wie kann ich denn euch helfen, gute Frau? Ah, jetzt sind wir im Geschäft. Das ist viel besser, als eure Nase in Dinge zu stecken, die euch nichts angehen und eine alte Frau voll zu schwatzen. Hier, seht her. Die zieht einen schwarzen, seltsam anmutenden Pilz aus dem Beutel an ihrem Gürtel. Der merkwürdige Geruch des Pilzes treibt ihr Tränen in die Augen. Das ist eine schwarze Raspelkappe. Die Sporen darin, es gibt nichts Besseres für die Lunge und die Haut. Ich braue Tee aus ihnen. Sie sind selten, aber im Schlampfuhl, westlich von hier wachsen sie im Überfluss. Bringt mir mindestens 10. Ja, 10, dann reden wir weiter. Die Kräuter zeigen, die du im Sumpf gefunden hast. Das scheint mir ein ungewöhnliches Kraut zu sein. Könnt ihr mir sagen, was das ist? Sie dreht die Kräuter zwischen ihren knochigen Fingern, riecht daran und nickt ihr schließlich anerkennend zu. Ihr habt ein scharfes Auge. Dieses Kraut ist nützlich, allerdings nicht für sich genommen. Seht her. Sie zeigt dir 3 verschiedene Kräuter. Das hier ist Schlammblatt, das hier sind Düsterbeeren und das ist Schwindelkopf. Ihr ahnt gewiss, was es bewirkt. Wenn ihr jeweils 3 Bündel davon findet, bringt sie zu mir.
Ah, also Schlammblatt, das war ja das Komische, wo ich nicht wusste, ob ich das mir schadet. Na gut, leb wohl. Auf Nimmerwiedersehen. Gut. So böse scheint die mir gar nicht zu sein. Ich glaube, wir laufen mal hier runter. Da war ja hier diese kleine Truhe. Nehmen wir alles doch mal mit, wenn wir schon hier sind. Was haben wir hier denn noch? Ei, was ist das hier? Ein winziger, aber gepflegter Garten. Jetzt sind wir aber immerhin drin. Da kommen wir ja nicht hin. Ja, ich könnte den ja, von da fertig machen, ne? Oh. Haben die auch noch geweckt. Oh je. Yeah. Die Hexe hilft mir. Okay. Die humpelt. Oh Gott, wie? Das ist die Vogelscheuche. Okay. Können wir mit der nochmal reden? Darüber? Nein. Okay, ich greife die jetzt aber nicht an. Okay, das war belehrend, würde ich sagen. Also ich würde ja sagen, dass wir Kräuter. Dass wir mal nach diesen Kräutern schauen. Ah ja, da waren wir schon. Und diese komischen anderen Kräuter waren ja hier. Das weiß ich noch. Dann gehen wir doch mal dahin. Hier, da sind sie ja schon. Schlammblatt. Drei Bündel. Da haben wir noch mal eins. Ja, jetzt hat es ihm geschadet. Ihr schadet aber nicht immer. Ach, kann ich auch da hoch? Ja, kann ich. Okay, habe ich das auch mal entdeckt. Da gibt es aber nichts. Okay, dann gehen wir hier wieder hier runter. Wir sollen ja von allen drei bringen, ne? Wir können ja noch mal zu ihr. Vielleicht ist sie schon mal damit zufrieden. Wo sind sie denn jetzt? So weit weg. Da kommen sie angetrottelt. Nein, okay, reicht noch nicht. Sie sagt auf jeden Fall auf Nimmerwiedersehen. Und dann erstmal auf die Große hier, würde ich sagen. Oh. Mein Gott. Wir sind ganz schön weit weggeflogen. Hier, Pilze. Pilze. So, da haben wir ja so ein Tierchen umgebracht. Oh, wen haben wir da? Ein Ghoul. Ein toter Mann trottelt auf dich zu. In seinem Brust klafft ein großes Loch und durch Risse in seinem verfaulten Fleisch erkennst du das Weiß von Knochen. Er spricht mit einem stockenden und gurgelnden Röcheln. Lebendes Wesen, ich will dir nichts tun, hilf mir. Wir haben die Münzen zerstört, um dem Geist des alten Mannes ewige Ruhe zu schenken. Ich würde sagen, erstmal, wer bist denn du? Ich hatte einen Namen, Dorsey, hatte eine Braut, jetzt bin ich niemand und allein, weniger als niemand. Ah, das ist der Dorsey. Okay.
Okay, was ist mit dem Dorf passiert? Der Mann stöhnt und du siehst, wie seine Hände zucken und sich zu Fäusten ballen. Feenwesen, verfluchte Feenwesen haben alle getötet. Jeden Einzelnen. Hasse, hasse sie alle. Hasse die Feenwesen, hasse den Dorfvorsteher. Okay, also der hat anscheinend genug Hass. Okay. Kann ich dir helfen? Die Feenwesen sagten, ich finde meine ewige Ruhe, wenn zwei Münzen meine Augenlider ersetzen. Gib mir nur zwei Münzen. Wir haben die Münzen zerstört, um den Geist des alten Mannes ewige Ruhe zu schenken. So finde ich niemals Ruhe, niemals. Ah, mit einem markerschütternden Schrei stürzt sich der tote Mann auf dich. Oh. Okay. Das war... Ja. Ein kurzes Intermezzo. Haben wir wenigstens das hier entdeckt. Ja. Ich höre es schon wieder, aber sehe es nicht. Ah! Okay, wir speichern. Schauen wir mal, was hier sich versteckt. Ah, ein Gifthodak. Ah, den anderen haben wir schon getötet. Oh, nochmal einen. Uiuiuiui, wir dürfen nur... Halt. Er darf auf keinen Fall sterben. Also sie darf auf keinen Fall sterben, ich glaube... Mein Charakter kann gar nicht sterben. Also nicht für immer. Giftzähigkeit, Rettung. Ah, die haben mich auch noch vergiftet. Okay, jetzt sollten wir wirklich langsam zur Baronie zurück. Oh, was haben wir denn hier? Eine Lederrüstung. Eine leichte Lederrüstung. Wem könnte denn die leichte Lederrüstung passen? Ich bin ja nicht so der leichte Rüstungsträger. Aber sie eigentlich, oder? Leichte Rüstung, Leder, Rüstung 4, Verbesserungen. Force 10, maximal. Ich glaube, das ist auf jeden Fall besser für sie. Der hat ja auch eine leichte Rüstung, ne? Beschlagene Leder. Beschlagenes Leder, sie hat auch eine leichte Rüstung. Und er trägt ja überhaupt gar keine Rüstung. Oh je, yeah, also, ja, ich glaube, wir gehen jetzt mal langsam zurück. Und erkunden den Rest dann später. Wir haben jetzt hier hinten noch und hier oben noch jede Menge. Ich glaube, das überleben wir nicht lang. Da wird auf jeden Fall mal irgendjemand sterben müssen. Wir sind auch extremst geschädigt. Und es macht ja keinen Sinn sonst. Wir müssen uns ja nicht umbringen. Da schauen wir doch lieber mal, was in der Baronie noch vor sich geht. Und dann kommen wir auch später zurück. Und ich würde sagen sowieso, dass wir dann wen mitnehmen. Jubilost wollten wir noch mitnehmen. Dem wollten wir noch die Ruinen zeigen. Genau. Hat sogar alles geklappt. Dann wären wir für den nächsten Kampf sogar bereit. Aber wir wollen natürlich... Wir sind noch nicht geheilt. Wir versuchen auszuweichen. Du kannst friedliche Reisende ausmachen. Du bist den Gegner erfolgreich ausgewichen. Ja, dann nähern wir uns doch, wenn die friedlich sind. Ah.
Ein Skelett kommt langsam auf dich zu. Sein Schädel ist mit Münzen gefüllt, die in seinen leeren Augenhöhlen funkeln und bei jedem Schritt klimpern. Neben einem Karren mit offenbar wertvollen Gegenständen bleibt er stehen und winkt dir mit seinem knochigen Hand freundlich zu. Hallo, hallo, erlaubt mir, dass ich mich vorstelle. Ich bin der skelettierte Händler. Starrt nicht auf mein fehlendes Gesicht. Seht euch lieber meine Waren an. Sucht euch etwas aus. Kauft. Wer seid ihr? Oh, diese Geschichte ist ebenso traurig wie lehrreich. Das Skelett hebt seinen knochigen weißen Finger. Ich war einmal wie ihr. Immer auf der Suche nach Abenteuer nahm ich mir in den dunklen Höhlen verborgenen Tempeln und alten Ruinen, was mir gefiel. Aber dann brach ich zu einem Abenteuer auf, das meine Karriere krönen sollte. Ich entdeckte den Hort eines toten Drachens mit einem riesigen Schatz darin. Ich hätte ganz Absalom mit diesem Hort kaufen können und halb Resthof mit dem Kleingeld. Der Besitzer lag tot auf einem Haufen Gold mit blanken Knochen, wie ich sie heute habe, atemlos und still. Woher sollte ich wissen, dass er nicht wirklich tot war? Naja, eigentlich war er tot, irgendwie. Ihr wisst schon, untot. Ein Drachenlicht, das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Er packte mich mit seinem knochigen Klauen, schickte sich an, mein Leben zu beenden. Erst jetzt bemerkte ich die Knochen und Ausrüstungsgegenstände früherer Gäste des Drachen und in meiner Panik hatte ich eine brillante Idee. Eine Idee, die 1 Million Münzen wert war. Ich machte dem Drachen ein Angebot und er willigte ein. Stellt euch das vor. Wisst ihr, Drachen lieben Schätze, haben für Schwerter und Rüstung aber keine Verwendung. Also bot ich ihm an, den Krempel für ihn zu verkaufen. Ich versprach, alles, was er über Jahrhunderte angehäuft hatte, in klingende Münzen zu verwandeln. Dem Drachen gefiel die Idee und ich bekam den Job. Allerdings belegte er mich, wie ihr seht, mit einem Fluch. Seitdem bestehe ich nur noch aus einem blanken Knochen. Aber keine Sorge, ich bin damit ganz zufrieden, um ehrlich zu sein. Ich kann gehen, wohin ich will, rede mit interessanten Leuten und muss den Tod nicht mehr fürchten. Wo ist denn der Ort eures Meisters? Diese Frage habe ich schon oft gehört. Wollt ihr unbedingt, dass eure Waffen auf meinem Karren enden? Falls ja, verkauft sie mir doch einfach. Oder denkt ihr wirklich, ihr findet euer Glück, wo hunderte von euch nur den Tod fanden? Wahrer Optimismus. Im Optimismus liegt allen Schatzsuchern im Blut. Auch jenen von uns, die gar kein Blut haben. Das Skelett lacht und klappert mit seinen Knochen. Ich habe meinem Meister sogar vorgeschlagen, Wegbeschreibungen zu seinem Hort zu verkaufen, Gold und Ausrüstung garantiert. Er hatte allerdings kein Interesse. Er hasst Gäste. Sie lenkten ihm angeblich von seinen Gedanken über die Ewigkeit ab, im Gegensatz zu den klingenden Münzen, die ich ihm bringe. Aber egal, selbst wenn ich wollte, könnte ich euch nicht zu seinem Hort führen. Mein Meister beraubt mich aller Erinnerungen an den Weg dorthin. Sobald ich meinen Fuß auf die Straße setze, wird es Zeit, meine Waren aufzustocken, kommt er zu mir. Zeigt mal eure Waren. Das Skelett klimpert zufrieden mit den Münzen in seinem Schädel. Mit dem größten Vergnügen. Hier, seht her. Sucht euch etwas aus und kauft. Wow, okay, alles klar. Was hat denn der? Der hat ja bestimmt ganz tolle Sachen. Wahnsinn. Handschuhe. Ah, Helme. Dieser Umhang gewährt seinen Träger Bonus 1 auf Zaubern, Schule, Verzauberung. Okay, jetzt wäre die Frage, brauche ich keine Handschuhe? Braucht sie Handschuhe? Nein, sie braucht auch keine Handschuhe. Ekun vielleicht. Diese Handschuhe gewähren dem Träger eine Kompetenz von 5 auf mal mehr magische Gegenstände benutzen. Diese Handschuhe gewähren dem Träger einen Verbesserungsbonus von 2 auf Geschicklichkeit. Los, kaufen wir. Sie hat auch keine Handschuhe. Er hat ja, die Handschuhe fehlen uns prinzipiell. Also her mit den Handschuhen. Was, wie viel? 25.000? 25.000 ist schon ganz schön viel. Was haben wir denn sonst noch hier so? Leichter Schild. Vielleicht hier ein kolossales Schild. Ein Turmschild. Gegen negative Energie. Schweres Schild. Ich weiß ja immer. Kälteresistent. Was haben wir denn noch an Rüstungen? Das wäre doch wahrscheinlich Robe des Bewusstseins. Guck an, Stopp.
Ja, das ist was für ihn. Diese Robbe gehört dem Trägerbonus von Aufrettungskuren gegen geistesbeeinflussende Zauber. Aber du hast ja tolle Sachen. Mensch, aufflammende Armbrust. Aber das hat sie schon, ne? Aufflammende leichte Armbrust, genau. Ein aufflammendes Kurzschwert. Kurzer Blitzkompositbogen. Der kann eigentlich hier alles. Der hat ein Langschwert aus kaltem Eisen. Ein Kniespalter. Also für ihn könnte man vielleicht noch. So ein Kurzschwert hier holen, oder? Drei bis 13, 2 bis 21, wenn ausgerüstet. Stich. Liegt wahrscheinlich daran. Okay, guck mal nach dem Bögen. Der hat halt schon einen geilen Bogen, ne? Ich weiß nicht. Das sieht ja alles sehr gut für mich aus. Also los, wir handeln das. Kann ich ihm vielleicht irgendeinen Mist verkaufen, gemeinsames anbieten? Kann ich ihm ja den ganzen Mist hier verkaufen, oder? Da, diesen ganzen Rotz, was wir hier haben. Das ist ja eine besondere, das ist ein besonderer Schuppenpanzer. Also. Halt. Den will ich noch nicht verkaufen. Was haben wir hier noch? Ja, das da können wir verkaufen. Wahrscheinlich brauchen wir das hier auch nicht. Habe ich denn da noch ein Bastardschwert? Ja, das ist doch okay. Handeln wir doch. Dann gebe ich ihm doch noch hier Handschuhe, oder? Was sind das jetzt für Handschuhe? Handschuhgeschicklichkeit. Ich glaube, das wäre doch für ihn ganz gut hier. Okay. Das ist ein schönes Pferd hier. Ein schönes Pferd. Gut, ja, dann bedanke ich mich fürs Sprechen. Wir werden uns sicher wiedersehen. Gehen wir mal weiter. Oder besser gesagt, wir gehen nächstes Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Jetzt haben wir ja ein bisschen Zeit gehabt. Und dann geht's weiter nach Hause. Und tschüss.